Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei diesem neuen Video von mir. Heute geht es, wie ihr glaube ich schon im Titel gelesen habt und hier auch schon seht, um unseren neuen Kinderwagen. Der ist von der Firma Springer und mir wurde der kostenlos zur Verfügung gestellt, um ihn für euch zu testen. Und das freut mich riesig, denn ich bin so gespannt, wie der Kinderwagen ist. Er ist jetzt ganz frisch bei uns und ich wollte euch einfach mal die Funktion zeigen, was alles dabei ist und was er alles kann. Und wünsche euch jetzt einfach ganz, ganz viel Spaß an dieser Stelle. Ja, meine kleine Maus robbt hier unten rum. Also falls irgendwie mal die Kamera wackelt oder der Kinderwagen wackelt, wissen wir wieso. Ich hoffe, das stört euch nicht. Genau, ich habe jetzt den Kinderwagen einfach mal aufgebaut und die ganzen Zubehörteile hier verteilt. Und wollte euch das Ganze jetzt einfach mal zeigen. Genau, das ist also die Babyschale, wo die kleinen Babys nachher drin liegen. Von 0 bis 6 Monate ungefähr. Genau, so sieht es aus. Also, die Babyschale... Der Kinderwagen ist in einem Blauton gehalten. Es gibt natürlich ganz, ganz verschiedene Farben, aber ich habe mich hier für dieses Blau entschieden. Und ich finde es auch echt eine sehr, sehr schöne Farbe. Sie kommt sehr, sehr gut zur Geltung und ich finde, es mit dem Schwarz passt sehr gut. Wir haben hier im Allgemeinen ein schwarzes Gestell. Ich finde, das passt auch sehr gut zu dem Blau. Und die Babyschale könnt ihr ganz einfach abmontieren und raufmontieren. Da gibt es hier unten einfach zwei Griffe. Kann man richtig schön reinfassen, dann drückt man die zwei Knöpfe und dann kann man die hier rausnehmen. Geht auch hier oben so ein Tragegriff. Ist jetzt nicht besonders leicht, aber auch nicht so schwer. Also ist total in Ordnung. Und dann sieht die eben so aus. Hat auch eine Schaukelfunktion auf dem Boden. Wenn ihr mal das Baby schläft und ihr stellt es mal irgendwo ab, dann könnt ihr eben die Wanne schaukeln sozusagen. Wir haben hier, wie ihr seht, ein sehr, sehr langes Sonnendach. Also das hier ist das normale Sonnendach. Und hier könnt ihr extra nochmal einen Teil ausklappen. Das könnt ihr natürlich auch noch innen klappen. Wenn die Sonne zum Beispiel nicht so scheint oder es nicht so windig ist, dann sieht das Ganze eben so aus. Oder ihr könnt es auch geteilt ausklappen. Also das ist hier nochmal geteilt in der Mitte. Da könnt ihr dann zum Beispiel nur ein Teil sozusagen nach außen klappen. Dann sieht das Ganze so aus. Oder eben, wenn die Sonne wirklich sehr, sehr stark scheint, könnt ihr das einmal komplett ausklappen. Das finde ich wirklich total praktisch. Weil ich finde, so ein Sonnenschirm ist einfach immer total umständlich. Und das ist wirklich total praktisch, weil hier einfach, glaube ich, denke ich, gar nichts mehr reinkommt. Wir haben hier nämlich auch nochmal eine Winddecke. Die Winddecke könnt ihr auch einfach abmachen. Das hier mit zwei Druckknöpfen an der Seite jeweils. Könnt ihr die einfach so abmontieren. So sieht die aus übrigens. Und hier ist eben diese kleine Lasche, wie gesagt. Die könnt ihr auch so umklappen nach außen. Dann sieht das so aus, wie ihr das eben gerne hättet. Wie euch einfach farblich auch besser gefällt. So, dann lege ich das mal beiseite und wir machen mal weiter mit der Babywanne. Und zwar hat die Babywanne nämlich eine integrierte Sitzfunktion. Das könnt ihr hier unter dem Kopfteil des Kindes ganz einfach einstellen. Da ist so ein kleines Rädchen, das dreht ihr entweder nach rechts oder nach links. Und dann fährt hier einmal das Sitzstück nach vorne bzw. nach oben. Oder das Baby liegt eben auch gerade. Wir haben hier auch eine Matratze drin, die sieht so aus. Und hier seht ihr eben auch einmal das Sitzstück sozusagen, was sich dann eben auch nach oben oder nach unten bewegt. So, genau, kann das Kind eben so ein bisschen angeschrägt sitzen, noch nicht ganz sitzen, weil dafür sind die Kinder ja noch einfach in dem Alter zu klein. Genau, aber wir haben das bei unserem anderen Kinderwagen wirklich sehr genossen, weil die Kleine auch einfach irgendwann so mit 3 Monaten wollte sie gar nicht mehr in der Wanne liegen. Und da war das echt wirklich Gold wert, dass sie hier so ein bisschen rausgucken konnte. Hier am Fußende des Kindes haben wir eine kleine Tasche, da könnt ihr noch zum Beispiel Geldbeutel oder sowas reintun. Finde ich auch immer ganz praktisch, weil, ja, wenn man dann die Winterjacke drüber hat, dann ist das nochmal extra geschützt und vor Diebstahl sozusagen geschützt. Genau, und das war an sich auch die Babywanne. Ihr könnt das Verdeck hier auch noch runter machen, da sind hier rechts und links einmal zwei Knöpfe und dann könnt ihr das hier einmal komplett nach unten machen oder eben nach oben. Und dann hakt es auch ein hier. Genau, und das war eigentlich auch die Babywanne. Die Babywanne könnt ihr auch, wenn ihr das wollt, andersrum montieren. Das geht auch. Empfehle ich bei den Babywannen allerdings nicht, weil ja, die Babys sind noch so klein. Genau, so, dann montieren wir die ganze Babywanne mal ab und drehen sie wieder um. Zack, also ihr seht, das ist wirklich total einfach. Und dann haben wir hier hinten auch noch... Hier hinten haben wir jetzt noch einen Reißverschluss. Und da könnt ihr hier einmal ein kleines Lüftungsfenster öffnen. Also ihr könnt hier das einmal komplett abmachen mit dem Klettverschluss. Und habt dann hier wirklich ein schön großes Lüftungsfenster für die Luftzirkulation. Oder wenn die Kinder eventuell später auch mal rausgucken wollen. Das haben wir, wie gesagt,
auch damals mit Lia gemacht, bei unserem anderen Kinderwagen. Das finde ich immer total praktisch, wie gesagt, weil Lia da auch ja, ganz speziell war, dass sie da einfach nicht mehr in den Kinderwagen legen wollte. Und eben für den Sommer ist es total praktisch, könnte ich, wie gesagt, einfach ganz normal mit dem Reißverschluss einmal wieder ranmachen. Seht ihr, es ganz einfach. Und dann hier einfach unten mit dem Klettverschluss ist das wieder dran. So, genau. Und das war jetzt der Kinderwagen an sich mit der Babyschale. Und ich würde sagen, wir machen einfach direkt weiter mit dem Sportsitz. So sieht der Sportsitz aus. Und der hat genau die gleichen Verschlüsse. Und ihr könnt ihn genauso leicht einmal raufklicken. Natürlich mit und gegen der Fahrtrichtung. Also das Kind kann entweder wegschauen oder eben zu euch schauen. Neben dem 5-Punkt-Gurt haben wir auch noch einen Sicherheitsbügel für die Kinder. Und wir haben natürlich auch hier wieder ein sehr, sehr großes Verdeck. Das könnt ihr hier auch wieder mit den zwei Knöpfen am Rand einfach runterklappen oder eben hochklappen. Und genau, das Dach hat hier auch wieder einen Reißverschluss, um es zu erweitern. Hier, das heißt, ihr könnt es dann einmal komplett nach vorne machen. Das finde ich auch sehr, sehr gut, weil man dann auch hier wieder den Sonnenschirm spart. Wir haben hier oben noch so ein kleines Guckfenster. Auch das kann man hier mit den zwei Reißverschlüssen einfach öffnen. Zack, und dann ist hier so ein Insektenschutz drin. Und das kann man hier auch so aufrollen. Und dann hier mit dem kleinen Bändchen so fixieren. Und dann kann man hier eben das Kindchen sehen. Genau, und so sieht das Ganze also mit dem Sportsitz aus. Wir haben hier auch noch eine wie sagt man, eine Einlage drin. Die kann man auch rausnehmen und waschen zum Beispiel. Und darunter ist der Wagen einfach komplett schwarz. Ich finde, es sieht aber einfach sehr schön aus mit der Sitzauflage. Deswegen lassen wir die auch drin. Und das ist natürlich immer noch so ein zusätzlicher Schutz einfach für den Kinderwagen. Genau, dann kann man den Kindersitz, dann kann man den Sportsitz natürlich auch umdrehen. Geht auch so ganz einfach. Dann guckt das Kind zu euch. Zack. Das sieht dann so aus. Und was ich euch noch gar nicht gezeigt habe, wir haben auch eine Wickeltasche dabei. Die kann man hier mit so zwei Haken am Gestell direkt befestigen. Und die hat natürlich auch so einen Tragegriff und so sieht die aus. Und da drin haben wir auch noch etwas. Und zwar ist beim Kinderwagen dabei ein Insektenschutz und auch das Regenverdeck. Also das habt ihr alles schon dabei. Und genau, ebenfalls die Wickeltasche, die ist auch dabei. Und die kann man hier, wie gesagt, ganz einfach mit diesen zwei Haken am Gestell befestigen. Das heißt, ihr braucht dann nicht extra Haken kaufen, sondern die ist einfach immer direkt hier dran fest. Genau, dann kommen wir so zum Gestell. Den Schieber könnt ihr natürlich auch verstellen. Da gibt es hier am Rand zwei Knöpfe und dann könnt ihr den hoch, aber auch ganz runter stellen. Genau, ich schiebe ein bisschen hier auf diese Position, finde ich sehr angenehm. Dann hat der Kinderwagen eine sehr, sehr starke Federung. Also er ist wirklich was fürs Land, würde ich sagen. Also ihr seht hier schon, trotz keinem Gewicht drin, geht er hier ordentlich rein. Das kann ich euch auch mal hier unten zeigen. Also das hier ist die Federung. Die könnt ihr hier auch an dem Rädchen einstellen, je nachdem, wie ihr sie halt eben braucht. Zum Beispiel in der Stadt würde ich eine etwas wenigere Federung empfehlen. Da könnt ihr dann hier dran rumdrehen. Je nachdem, wie ihr das, wie gesagt, braucht. Und dann ist die Federung entweder weicher oder straffer. Hier unten am Wagen haben wir natürlich auch noch eine Bremse. Da tritt ihr einfach drauf und dann ist der Kinderwagen auch bombenfest. Und genauso könnt ihr sie eben auch wieder lösen. Einfach hinten drauf treten, zack, und dann läuft der Kinderwagen wieder. Vorne haben wir zwei schwenkbare Reifen um 360 Grad. Die könnt ihr aber auch feststellen, indem ihr einfach an dem Rädchen dreht. Und dann fahren die eben nur noch geradeaus. Unten haben wir noch ein relativ großes Einkaufskörbchen mit sogar einer Abdeckung. Das heißt, genau, da fällt nichts raus und wenn ihr mal im Regen unterwegs seid, wird auch nichts nass. Und da könnt ihr es hier eben schön verstauen und mit dem Reißverschluss zumachen. Und hier haben wir auch noch so ein kleines extra Nest dran. Könnt ihr auch noch was kleines verstauen dran. Zusammenklappen könnt ihr den Kinderwagen natürlich auch. Dafür gibt es hier einmal diese Haken, einmal rechts und links. Und dann könnt ihr die Kinderwagen einfach so zusammenklappen. Zack. Und dann ist er zusammengeklappt. Und ich finde, er ist jetzt auch nicht so groß. Also ich finde, es ist einfach eine Standardgröße für so einen Kombi-Kinderwagen.
Genau, aufklappen ist auch ganz einfach. Da gibt es hier nur eine Sicherung, die löst ihr einmal und dann könnt ihr die Kinderwagen einfach so hochheben. Zack, und dann hakt ihr auch wieder ein und ist wieder zusammengebaut. So, aber das war immer noch nicht alles, denn zu dem 3-in-1-Set gehört auch eine Babyschale dazu und auch die ist dabei. Und hier habt ihr einmal eine Fußdecke für die Babyschale. Dann habt ihr hier auch die Adapter dabei für den Kinderwagen. Und hier in der Babyschale selber ist nochmal eine extra Neugeboreneneinlage und auch ein Sonnendach dabei. Genau, und die ist eben genauso dabei. Genauso gibt es auch noch eine Isofix-Station, die könnt ihr dazu kaufen. Um die Adapter ranzumachen, müssen wir natürlich erstmal den Sportsitz entfernen, aber das ist ja ganz einfach. Zack. Und dann steckt ihr hier einfach die Adapter ran. Einmal rechts steht drauf und einmal links. Zack. Und dann könnt ihr hier einfach die Babyschale raufklicken. Natürlich passen auf die Adapter auch andere Babyschalen, wie zum Beispiel Maxi Cosi, Cybex und Kiddy. Oder B-Safe, die haben alle die gleichen Aufsätze sozusagen für die Adapter und das passt alles. Also falls ihr da schon eine andere Babyschale habt, ist das auch gar kein Problem. Und dann könnt ihr so zum Beispiel mal einkaufen gehen, wenn das Kind im Auto schläft und müsst das Kind nicht extra wecken, um es dann in die Babyschale zu legen. Ja, meine Lieben, das war unser neuer Springer-Kinderwagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Ich verlinke euch alles unten in der Infobox, was ihr wissen müsst. Und genau, wünsche euch noch einen ganz, ganz wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!